Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg raus aus Alfheim. Wir haben genug, wir haben alles gesehen. Wir haben keinen Bock mehr. Wir haben unser Licht. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Wo geht's lang? Da lang? Da lang. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen durch den Laden geguckt. Da war jetzt nichts großartig dabei. Ich habe mir aber ein neues Wiederbelebungssteinchen gegönnt. Und Atreus Köcher verbessert. Ich glaube, das war's. Mehr haben wir nicht gemacht. Hier Vater, ist Heilung. Gib mir. Ich möchte etwas speichern. Oh, was denn? All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Oh. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Mhm. Verstanden? Das ist sehr interessant. Ich hoffe, dass er das verspricht. So, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir hier durch. Gleich gehen wir nach Hause. Natürlich ist unsere Reise dann noch lange nicht vorbei, aber erstmal fertig mit Alfheim. Das ist doch angenehm. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Kann ich hier dran schießen? Nee, ne? Auf nach Midgard. Stimmt, wir können den jetzt hier reinstecken, ne? Irgendwie war da was. Ja. Wundervoll. Okay. Midgard. Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie Dreieck. Ach so. Oh, das ist ja easy. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Ja. Eine über der anderen. Das ist weird. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Vor allem alles, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gemerkt habt oder ob es euch aufgefallen ist. Es passiert alles ohne Ladezeiten. Es gibt keine Ladezeiten. Und das Spiel geht immer fließend in Cutscenes über. Falls euch das auch schon mal irgendwie aufgefallen ist. Also aus der Bewegung in-game fangen Cutscenes an. Und ich finde das so cool. Ich weiß nicht, ob andere Spiele das auch mittlerweile machen. Wäre mir nicht aufgefallen bisher. Hi, Brock. Sind wir da? Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Vielleicht. Hm? Bisschen. Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schwein furzt gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Weiß ich ja nicht, glaube ich nicht. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Nice. Was hast du gemacht? Plus eins. Was hast du gemacht? Verbessert. Nett. Verbessern ist immer gut. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Okay, was denn? Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir den Gefallen. Sucht ihr ihn? Ja, wenn ich weiß, wo ich den finde. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Als ob. Schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Okay. Wo sind die? Wo muss der hier? Da. Das sieht doch eher nach was aus, was ich finden könnte, oder? Vielleicht können wir beides verfolgen und kommen dann da irgendwie hin. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schon seid, ihr... Ich hoffe, wir probieren es mal aus. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes auf uns wartet. Weg zurück zum Schwarzen Atem. Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen.
Tja. Gehen wir zum schwarzen Atem oder sind wir uns um? Wir sehen uns um. Ich guck mal, ob wir da schon lang können. Das wäre ja ein Ding. So, warte rum. Wir müssen eigentlich hier rein, ne? Hast du da draußen was gesehen? Ich glaube, da Turm? Kommen wir nicht hin. Richtig? Vielleicht nur Einbildung. Kommen wir hier lang? Ich probiere jetzt einfach mal. Aber hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Oh, ja, wir gucken mal. Rechts vom Boot. Gut. Wir gehen hier nochmal an Land. Ist auch nochmal ein bisschen Heilung. Oh, wir sind voll geheilt. Ja, upsala. Nee, ne? Wir sind hier. Wir müssten nach da. Das sieht halt schlecht aus gerade. Ich glaube, da muss erst noch weiter Wasser ablaufen. Ich glaube, wir müssen erst die Hauptquest noch ein Stück machen. Und da kommen wir nicht lang. Ne, sehe ich richtig? Geh mal hier lang. Bereich entdeckt. Achso, ja, Tatsache. Hä? Sind wir jetzt woanders? Hör mir doch auf. Ach komm. Okay, ja, doch, das geht anscheinend schon. Naja, dann gehen wir hier mal lang. Das ist cool. Willst du hier anlegen? Ja, machen wir das mal. Hier ist eine Tür, sehr schön. Von da kommen wir wieder easy zurück. Lass mal hier alles kaputt machen, so wie sie es gehört, wenn man irgendwo ankommt. Ich höre dich. Super. Können wir die? Warte mal. Wir müssen die erst einmal anfassen, oder die Tür? Bin mir jetzt gerade unsicher, wie das war. Wir fassen sie einmal an. Und dann gehen wir hier ein bisschen weiter. Dann hoffe ich, dass wir unseren Zwerg finden. Oh, was ist das? Ein Schatz? Ja, krass. Gönn ich mir. 635 Schacksilber, hört mir doch. Ich bin reich. Nein, eigentlich nicht. Da haben wir, glaube ich, schon mehr gefunden insgesamt. Aber hey. Junge. Was? Durch mit dir. Dann will ich gucken, ob ich auch an den anderen Ort von Sindri komme. Das lassen wir uns dann nicht nehmen. Das probieren wir dann auch noch aus. Oh, hi. Sehr schön. Her damit. Das hatte ich mich schon gefragt. Oh, was denn? Was hast du dich gefragt? Lass mich teilhaben. Tut er nicht, ne? Gut. Dieser Weg führt zu den Minen von Völundr. Diese große Unternehmung ermöglichte Andvari, der Alchemist, Sohn des Ivaldi, durch dessen Genialität Fels und Stein vom Hindernis zu mächtigen Arbeitsgerät gewandelt wurden. Die größte Angst eines Zwergenminenarbeiters war es immer, die Vergessenen zu erzürnen, aber dank Andvari sind sie jetzt bloß Werkzeuge für unser redliches Unterfangen. Ein neues Zeitalter der Zwerge zieht herauf, nicht mehr nur Minenarbeiter, sondern Herren des Eisens, deren größtes Werk die Zukunft selbst ist. Okay, wir hören hier jemanden. Brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Außer er will uns noch irgendwas sagen. Hi, da sind wir. Guck mal. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Nö, noch nicht. Hast du was zu erzählen? Ja. Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lass mich raten. Auf Heim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Das ist ja super. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr wegen des Zwischenfalls. Zwischenfall? Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun haben. Aha, okay. Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen machen. Das ist super. Jetzt hau ab. Ja, und ja, ich gehe ja. Auch nicht von allein.
Was steht denn da jetzt? Tod im Inneren. Ach, schön, schön. Das muss schon alt sein. Hier draußen lauert auch ziemlich viel Tod. Ja. Okay, rein mit dem Stein. Den Zwerg mit dem grünen Ring finden. Soll ich hier sein? Darf ich hier sein? Wenn das zu schwer ist, aber eigentlich kriege ich ja Nebenquests nicht, also, wenn ich es nicht machen kann. Meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Fisch. Ein Zwerg, aber kein Ring. Nach einer Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir. Ich meine, ich suche weiter. So, dann einmal darüber. So, das wird seinen Sinn und Zweck gehabt haben. Denke ich jetzt einfach mal. Oh, irgendwas passiert. Oh oh, ich höre was. Oh. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Hm. Aber warum nicht? Oh. Meine Mutter klang wie gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Da geht er. Komm. Aber dann haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Ruhe. Was haben wir da? Noch mehr Hacksilber? Ja! Hacksilber brauchen wir halt echt ohne Ende. Ich mag euch nicht. Dich will ich weghaben. Au! Wo ist es hin? Ach, easy. Iso, hört auf, dich zu hauen. Frech. Uiuiui. Bin gerade verwirrt. Ich auch. Sehr gut. Bin super bereit, bin ich. Nicht er. Hey, ich dachte, das wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. So, da ist aber noch was. Schwupps. So, das war's hier? Nee, kann er da hoch? Können wir da hochbringen? Können wir hier irgendwo hoch? Oder kommen wir von da wieder irgendwie zurück? Ich schätze mal, wir kommen dann von da wieder hier raus. Anders kann ich mir nicht erklären. Ich kann Atreus hier nicht hochschicken. Dann schauen wir mal, was da ist. Oh, Entschuldigung. Dann mal los. Ich bin bereit. Auf was denn bereit? Ich kann doch nicht. Nein, du warst. Oh Gott. Ich anvisieren, 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 anvisieren. Sehr gut. Das hat gereicht. Solange es nur eine ist. Solange es nur eine ist. Ist nur eine? Okay. Noch. Besser. Noch, noch, noch. Erstmal gucken, was wir hier alles machen können. Sachen kaputt machen, ist wichtig. So, da können wir. So. Kein Ring. Wir werden Grogs Freund nicht lebendig finden. Oder? Hm. Ich glaube auch nicht. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Junge, hierher. Oh, was ist das? Ach so. Ja. Ja. Nimm das mal mit. Noch eine Karte. Super. Was für eine Karte ist denn das? Schatzkarte? Ach so, warte. Ort auf der Schriftrolle finden. Da liegt jemand. Oh, ich weiß, wo das ist. Waren wir da nicht schon? Oder ist das jetzt erst dort? Dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal hin auf dem Weg zurück. Ich merke mir das hoffentlich.
dass wir da nochmal lang möchten. Oh, das ist sehr schön, was wir hier alles finden. Da freue ich mich. So. Das können wir kaputt machen. Dann können wir hier runter. Schwupps. Das mitnehmen. Upsala. Das war viel Hacksilber. Das freut mich. So, wir sind auf jeden Fall richtig. Oh, kaputt machen. Müssen wir auch noch drauf achten. Dann können wir da hoch. Ich sehe. Noch sehe ich nirgendwo eine andere Rune, richtig? Wir haben jetzt aber hier auch gar keine Ausschau gehalten. Naja, sehen wir mal. Da unten warten auf jeden Fall böse, böse Gegner auf uns, schätze ich. Glaube ich. Vermute ich. Kann ich die von hier? Nö. Da gehe ich jetzt gerade mal noch nicht hin. Gehen erstmal kurz nach da oben. Ah, da kamen wir runter. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Haben wir jetzt irgendwo noch eine Rune gesichtet? Oder müssen wir dann da wirklich... Oh. Ich glaube, wir müssen da rein, ne? Ich sehe jetzt hier keine weitere Rune. I'm sorry. Haben wir auch keine sichtbar gemacht. Nö, ne? Ihr seht auch keine Rune. Erstmal zumindest nicht. Gut, dann gehen wir da lang. Da ist der Ring. An der abgetrennten Hand. Hä? An dem Seelenfresser. Tja. Jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Ich glaube auch. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Okay, super klasse. Da kommen wir aber hier noch nicht rein. Ah, wir müssen durch die Tür, wo wir die Runen brauchen. Da muss hier noch eine Rune sein. Mal hinter mir da. Sehr gut, sehr gut. Was? Wieso nicht? Oh, da kommen noch mehr. Ja. Da kommen noch mehr. Mir geht's gut. Da oben. So, wo ist die Rune? Wir brauchen eine Rune noch. Die ist dann doch bestimmt da hinten, oder? Irgendwo. Wo ich gar nicht wusste, dass ich auf Runen achten sollte, ist jetzt noch eine Rune. Ich meine, die sind jetzt nicht unsichtbar oder so. Man sieht die schon relativ gut. Das heißt, die finden wir ja auch irgendwie ganz easy peasy. Ah, nee. Das. Da können wir doch was kaputt machen. Und da ist die Rune, richtig? Oh ja, da war die Rune. Sehr gut. Dann können wir jetzt durch die Tür. Und dann können wir den Seelenfresser klatschen, richtig? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Okay, ich versuch's. Ja. Ich versuch's so gut wie ich kann. Gib mein Bestes. Das war eine normale Krähe, ne? Okay, let's try. Wir müssen uns halt ein bisschen verstecken. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen.
Das kriegen wir. Hab ich voll gut gemacht. Wo ist meine Axt? Sehr gut, sehr gut. Ich kann leider nicht. Ran, 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 ran. Sehr schön und drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Das kriegen wir hin. Oh, er verliert Heilung. Das ist gut. Das Hälfte haben wir. Wo ist die Heilung? Oh, die hätte ich mir vielleicht nicht sofort holen sollen. Alles ist gut, mir geht's wunderbar. Sehr gut, jetzt haben wir ihn, oder? Jetzt haben wir ihn. Das ging ja doch besser, als ich dachte. Los jetzt, hau drauf! Echt jetzt? Ja, das überlebt noch? Pass auf, Vater! Frechheit. Na, oh, hat er schon, hat er schon. Sehr gut. Oh, oh, oh. Au, wo kommt der denn jetzt her? Da kann man auch... Hä? Du denkst. Oh na, das ging doch super. Ist das der Alchemist? Oh, sehr gut. Wir haben den Ring. Episch. Zwergeninschrift. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Oh. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Resistenz gegen Brandschaden ist halt richtig gut. 50%. Das ist voll viel. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie benutzen möchte. Weil 50% lasse ich mir nicht wegnehmen. Und Brandschaden ist halt voll nervig, ne? Und was haben wir? Zorn des Eistrolls. Ein schneller, kreisförmiger Schockwellenangriff. Zeig mal. Boah, der ist auch nett, aber... Ich mag meinen. Ich mag meinen. Der ist immer noch echt gut. Das war das. Das wollten wir auch nicht ändern. Fürs Erste. Wobei, was war das nochmal? Das könnten wir mal reinmachen. Einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Ich mag gerade nochmal gucken. Axtwürfe nett. Reduziert jeglichen... Oh, das können wir rausnehmen. Wollen wir das mal reinmachen? Was hatten wir denn jetzt gerade? Das da, ne? Machen wir das mal rein. Das ist voll super. Was hatten wir jetzt hier drin? Das war das. Wollen wir da mal das reinmachen? Kriegen wir halt eine Stärke geklaut. Ich würde es vielleicht gerne mal ausprobieren. Ich pariere halt nicht so oft. Machen das jetzt mal drauf. 88 Kraft ist, glaube ich, immer noch ganz gut. Wir probieren es aus. Wir schauen mal, was uns das gibt. Tja. Dann wieder hoch. Jetzt müssten wir ja da hinkommen, ne? Wo die kleine Kiste steht, oder? Hoffe ich zumindest. Dann können wir hier easy wieder raus. Gibst du mir das? Sehr gut, danke dir. Oh, da steht noch was. Was steht da? Was steht da? Jawohl. Jawohl. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Igimsteni, wenn dies eine Nachricht von Andvari ist, was bedeutet sie? Geht es um den Ring, den wir an seiner Hand gefunden haben? Fragen wir Brock. Da steht Igimsteni. Keine Ahnung, was das heißt.
Wir werden den Blauen fragen. Ja, werden bist wir. Bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.